Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, liebe Luftzeichen. Ich wollte gerade sagen, ich kann euch ja nicht einzeln. Jetzt aber einzeln. Willkommen, lieber Wassermann, willkommen, lieber Zwilling und herzlich willkommen, liebe Waage. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es euch schon angekündigt in einem Posting. Heute ausnahmsweise, ganz wichtig, ab nächste Woche wieder ganz gewohnt für jedes einzelne Sternzeichen. Aber aufgrund der Monatsbotschaften habe ich es diese Woche einfach nicht geschafft, auch noch 12 Wochenbotschaften zu kreieren. Das war energetisch und zeitlich nicht drin. Deswegen jetzt einmal zusammengefasst. Wir gucken einmal auf eure drei Hauptenergien einzeln rein. Ich starte mit dem Wassermann. Guck, was begleitet dich. Schau dann auch für jedes einzelne Sternzeichen, mit welcher Energie geht ihr aus dieser Woche heraus und werde euch zum Schluss natürlich noch ein Einhorn legen. Ist doch klar, oder? Also, macht es euch schön, macht es euch gemütlich. Lieber Wassermann, hier sind deine drei Hauptenergien der kommenden 7 Tage. Ja, ich weiß, es wird einige enttäuschen, aber denkt dran, ab nächster Woche ist hier wieder alles wie gehabt. Nur es geht leider zeitlich nicht anders. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier? Energie Nummer 1, die 7 der Kelche. Könnte auch sagen Anfang der Woche. Ne? Aber denkt immer dran, Energien sind ganz flexibel. Die halten sich nicht unbedingt an Zeitpläne. Also könnte auch sein, dass sich die Energie jetzt spontan entschließt, dann auch Ende der Woche aufzutreten. Das ist einfach nur eine Tendenz grundsätzlich hier. Ne? Okay. So, ich hätte gern nur eine Karte. Deswegen mische ich jetzt hier wirklich gerade aus 4 Karten. Nummer 2 sind die 5 der Kelche. Nummer 3 Da ist sie. Die 5 der Schwerter. Okay. Zweimal aus dem Element des Wassers, einmal dein eigenes Element, das Element der Schwerter. Und ich habe es noch gar nicht gesagt, ich habe hier mit dem Licht- und Schattentarot von der Chris Ann gelegt. Verlinke ich euch, wollte ich euch nur noch mal kurz mit dazu erwähnen. Ja, lieber Wassermann, 7 der Kelche. Bei den 7 der Kelchen habe ich hier immer so eine Art von Entscheidungsschwierigkeiten. Entscheidungsschwierigkeiten auf Herzebene, ne, wo man jetzt sagen kann, du bist Anfang der Woche möglicherweise unentschlossen. Ne? Es stehen Optionen und Wege zur Verfügung. Optionen und Wege, die, sag ich mal, auch auf Herzebene eine Rolle spielen. Es kann in einer Beziehung sein, dass du unentschlossen bist. Wie geht es weiter? Das kann auch ein Herzensprojekt sein, etwas, was dir sehr nahe geht, dich emotional mitreißt, dass du auch überlegst, welche Option, welcher Weg ist für mich der richtige. Was ist hier die richtige und wichtige Entscheidung? Mitte der Woche, die 5 der Kelche. Hier könnte die Vergangenheit eine Rolle spielen. Du könntest über etwas, was nicht funktioniert hat, nachdenken. Eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Eine Chance, die du vermeintlich nicht wahrgenommen hast, die aber, wie man hier sieht, noch besteht. Da gibt es noch einen Kelch, der ist proppevoll. Aber hier konzentrierst du dich Mitte der Woche eher auf den Mangel, ne? Also eher auf das, was nicht funktioniert hat. Ende der Woche haben wir die 5 der Schwerter und bei den 5 der Schwertern geht es um Manipulation. Hier darf ich dich warnen. Pass auf, was dir eingeredet wird. Pass auf, wen du um Rat fragst. Ne? Es könnte hier jemand sein, der nur sein eigenes Ziel im Sinn hat, seinen eigenen Fokus und sich nicht auf deine beste Option, auf deinen Willen und auf dein bestes Ergebnis konzentriert. Ich kläre das jetzt einmal mit dem Lenormand. Also irgendwie kriege ich Ende der Woche so ein bisschen Unruhe rein. Die 7 der Kelche, liebes Lenormand, das ist der Fuchs. Bei dem Fuchs könnte es sein, dass man hier nicht mit offenen Karten spielt. Im Übrigen habe ich hier das 40 mystische Beginner-Lenormand-Karten von dem Angelina Schulze Verlag. Übernehme ich natürlich für die anderen beiden Sternzeichen genauso. Der Fuchs. Es geht darum, dass du irgendwie vorsichtig bist. Es könnte auch hier so ein bisschen die Angst, die Unsicherheit bedeuten, die du einfach hast, bezogen auf eine bestimmte Sache. Ich habe hier gerade die Schlange gesehen, die ist aber wieder reingefallen. Ne? Also einige könnten es hier mit einer anderen Frau zu tun haben, die euch irgendwie in Herzensangelegenheiten versucht, das Leben so ein bisschen schwerer zu machen, als es ist. Ja, eine Herzensangelegenheit. Das Herz ist gefallen, ne? Also das geht dir sehr nah, diese Angelegenheit. Mit den Wegen suchst du nach Optionen. Es stellt sich aber auch eine Alternative für dich bereit.
Der Schlüssel steht für die Zuversicht und für dein starkes Sicherheitsbedürfnis. Du bist entschlossen am Ende des Tages. Und das Haus steht für dein Privatleben. Das heißt, bei den meisten geht es hier wirklich eher um eine Angelegenheit privater Natur, die dich jetzt, ich sag jetzt mal, ein bisschen aufhorchen, ein bisschen überlegen lässt. Ne, bei einigen bekomme ich hier auch wirklich eine alte Freundschaft, eine alte Beziehung, etwas, wo es schon mal Optionen und Tendenzen gab und du hast jetzt so ein bisschen Angst, dich wieder darauf einzulassen. Okay? Ja, die 5 der Kelche. Hier bereut man etwas, hier darfst du aber auch in die Vergebung gehen. Wem darfst du vergeben? Der Herr. Der Herr steht für eine externe Person. Es könnte also ein Partner oder ein Ex-Partner sein, jemand, dem du vergeben darfst oder auch, wenn du nicht auf die Liebe schaust, natürlich eine allgemein männliche Person, egal ob du männlich oder weiblich bist. Ich kriege mit dem Herren tatsächlich aber auch rein, dass du aufgerufen bist, aktiv zu werden, weil der Herr im Lenormand steht für die aktive, die Dame im Lenormand steht für die passive Energie. Das heißt, du bist hier jetzt wirklich gefragt, daran zu gehen, dir das nochmal anzuschauen. Der Ring, bei einigen könnte es um einen Vertrag, um die Ehe gehen, ne, aber auch eine Konstellation, eine Verbindung, die sich im Kreise dreht. Mit den Engelsflügeln hast du ein gutes Gefühl, ne? Du hast Vertrauen grundsätzlich, auf das du dich auch verlassen darfst. Und dann haben wir hier noch eine Karte, der Baum. Diese Entscheidung, dieser Vergebungs-, dieser Prozess des Loslassens dient dafür, dass du dich stabilisieren darfst, ne? dass du dich verwurzelst, dass du dir selber Sicherheit gibst. Der Sarg, hier soll etwas zu Ende gehen, ne? Das Ende einer jahrelangen, eines jahrelangen Gefühls, ne? Der Enttäuschung, etwas, was du nicht hinter dir lassen konntest, darf mit dem Sarg jetzt endgültig beendet werden. Okay, dann die 5 der Schwerter, da haben wir das Kind steht für Neuanfänge, allerdings auch für leichte Naivität. Na, also hier gehe ich mal in die Klärung. Wir hatten bei den 5 der Schwerter ja so ein bisschen dieses Manipulative. Die Wege, Optionen. Eine Option, etwas, was sich dir bietet, eine Möglichkeit, könnte hier ein Irrglaube sein. Na, könnte mit Manipulation in Verbindung stehen. Der Baum. Bei dem Baum darfst du dich auch nochmal im Abwarten üben. Möglicherweise ist es wichtig, dass du jetzt noch keine endgültige Entscheidung fällst, weil du jetzt gerade aus dem Kopf heraus entscheiden würdest, was für diese Thematik nicht das Richtige wäre. Dann haben wir den Turm. Es wird dir empfohlen, sich auch zurückzuziehen. Du könntest es bei dieser Entscheidung aber auch mit einer behördlichen Angelegenheit zu tun haben. Und die letzte Energie ist der Reiter. Ja, es gibt Chancen, es gibt Angebote, die sich in deine Richtung entwickeln. Aber jetzt ist zum Ende der Woche noch nicht der richtige Zeitpunkt. Hab Vertrauen. Das ist hier nicht das letzte Angebot, die letzte Möglichkeit. Okay. Lieber Wassermann, ich lege gleich nochmal die Tendenzen, wie du quasi aus dieser Woche herausgehst. Jetzt würde ich aber weitermachen mit dem Zwilling und einmal schauen, was wir hier für 3 Energien haben. Anfang, Mitte und Ende der Woche. Für den Zwilling, was zeigt sich hier? Anfang der Woche, eine Energie. Das Ass der Kelche. Mitte der Woche. Oha, der Tod, die Wiedergeburt, Transformation. Ja, jetzt normalerweise mache ich nicht mit mehreren Karten, aber wenn es nur 2 sind und beide auch noch im gleichen Element, nehmen wir das jetzt mal so. Also Ende der Woche haben wir den Ritter der Münzen und die 7 der Münzen. Wir starten Anfang der Woche das Ass der Kelche, also liebevolle Energie, Liebe dir selbst gegenüber, Selbstfürsorge, du stehst für dich ein, du bist dir selber nah, aber mit dem Ass der Kelche kriege ich auch Offenbarung, Gefühle dürfen fließen, ne, hier darf man zu seinen Gefühlen stehen, das heißt auch Entscheidungen, die du fällst, wirst du tendenziell eher aus dem Herzen heraus fällen. Hier hast du auch die Chance, ein Herzensprojekt zum Leben zu erwecken.
Mitte der Woche der Tod, die Wiedergeburt, Transformation. Du bist in einer wichtigen Veränderung in deinem Leben. Ne? Etwas darf sich hier umkehren, etwas darf für dich funktionieren. Hinweis auf das Sternzeichen Skorpion, mit dem du entweder hier zu tun hast oder den du selber in deinem Horoskop hast. Schau da gerne einmal den Mond, den Aszendenten, die Sonne oder die Venus, je nachdem, mit welchem Aspekt du dieses Video angeklickt hast. Na, also hier geht es darum, du darfst dich fragen, was darf sterben, was darf gehen, was in mir ist nicht mehr zeitgemäß, welcher Glaubenssatz, welches Gefühl, welcher Gedanke, was darfst du gehen und ziehen lassen. Ende der Woche der Ritter der Münzen und die Sieben der Münzen, hier wirst du erinnert, hartnäckig und dran zu bleiben, gib nicht auf. Ne, bleib an einer Sache dran, auch wenn sie sich mit den Sieben der Münzen gerade eher hinzieht. Ne, ich kriege hier so eine zähe Energie, es zieht sich wie Kaugummi. Du hast wirklich das Gefühl und den Eindruck, du kommst nicht voran. Es entwickelt sich nicht so schnell. Ich weiß, liebe Zwillinge, ihr habt tendenziell ja auch eine sehr impulsive Energie. Ihr wollt Dinge schnell voranbringen. Da wird man auch schon mal ungeduldig. Hier am Ende der Woche hast du hier, glaube ich, eine ganz klare Lernaufgabe. Hier wirst du nämlich zur Geduld gezwungen. Und dann klären wir auch hier einmal mit dem Lenormand. Da haben wir das Ast der Kelche und die Wolken. Das könnte hier ein sehr überraschendes und auch verlockendes Angebot sein. Mit den Wolken siehst du es nicht kommen. Das finde ich ja schon wieder cool. Dann haben wir hier den Bären. Ne, es könnte diese Gefühlsbekundung oder auch diese Anerkennung, ne, diese Offenbarung, diese Annäherung könnte mit einer Person zu tun haben, die in einem autoritären Verhältnis zu dir steht. Das kann ein Chef, ein Anwalt oder auch Großeltern sein. Aber der Bär steht natürlich auch für die Stärke, ne, dass dieses Ast der Kelche aus reiner Stärke entsteht. Stärke von dir selbst, dir aber auch Stärke und Zuversicht schenken darf. Die Route, es könnte hier tatsächlich aber auch, ne, wenn zum Beispiel du bist vergeben und eine andere Person offenbart dir ihre Gefühle, ne, ihre Zuneigung dir gegenüber und du bist aber nur mal vergeben, ja, dann führt das auch zu Konflikten. Dritte Energie, dritte Botschaft, Zusatzbotschaft, die Lilien. Wow, ich habe hier eine starke Anziehungskraft, ne, Thema Harmonie in der Familie zum einen, dann aber auch die sexuelle Anziehungskraft, ne, diese Leidenschaft, die ich hier spüre, die du mit den Lilien auf jeden Fall hier bestätigt bekommst. Und eine vierte Energie, wow, das Herz. Okay, das ist hier wirklich ganz klar eine Richtung. Also es ist hier etwas, ne, dieses Ast, das siehst du nicht, diese Chance, die kannst du jetzt noch nicht sehen, vielleicht dir auch gerade absolut nicht vorstellen, dass das nun passiert. Aber liebe Leute, es ist, wie es ist. Die Karten sagen, es darf genauso passieren, es darf genauso kommen. Sehr schön. Ja, was in dir darf sterben, was darf gehen? Es hat mit deinem familiären Hintergrund zu tun. Das Haus ist gefallen. Ne? Familiäre Glaubenssätze, etwas, was wir von unseren Eltern übernommen haben. Glaubenssätze, Ideen, Visionen, ne? Wie etwas zu funktionieren hat, könnte auch mit dem Thema Stabilität und Sicherheit zu tun haben. Wenn du jetzt zum Beispiel dabei bist, dich selbstständig zu machen, kommst aber aus einer Familie, wo man einen Familienbetrieb aufrechterhält, oder eine ganz andere Branche, die du jetzt anstrebst, dann darfst du dich von diesen alten Erwartungen und Glaubenssätzen lösen. Zweite Botschaft, der Herr. Ja, sei aktiv. Du könntest aber auch hier mit einer anderen externen Person einen transformativen Prozess erleben. Die Wolken, auch hier, du siehst es nicht kommen. Also ich sehe hier jede Menge Überraschungen, lieber Zwilling. Das Herz, eine Herzensangelegenheit. Und der Herr schon wieder. Du sollst hier ins Handeln kommen. Du sollst aktiv werden. Lass hier wirklich etwas gehen. Lass los. Lass los, was dir nichts mehr bringt, was nicht mehr für, sondern eher gegen dich arbeitet. Und das sind, wie wir alle wissen, gerne mal Glaubenssätze. Okay, den Ritter und die Sieben der Münzen. Da, einmal Energien. Die Hauptklärungskarte, da piekst sie mich schon, ist hier wieder das Haus. Also du sollst hartnäckig bleiben. Bei einigen könnte tatsächlich irgendwie das Zuhause eine Rolle spielen. Vielleicht überlegst du dir gerade Eigentum anzuschaffen, überlegst dein Zuhause zu renovieren. Möglicherweise bist du gerade dabei umzuziehen und das Ganze zieht sich hin. Du bist ungeduldig, du willst, dass deine Wohnung, dass dein Wohnzimmer genau jetzt fertig ist und könntest Bäume vor Wut ausreißen, weil die Handwerker nicht an Laden kommen oder dein neues Bett wird nicht geliefert. Also ich kriege hier wirklich sowas Alltägliches rein.
Ja, das Herz. Du wirst hier wirklich auf Herz und Nieren geprüft, aber du bekommst mit dem Herz auch Hilfe angeboten. Das Thema Hilfsbereitschaft ist hier wichtig. Also du könntest hier unverhoffte Unterstützung erwarten. Mit dem Baum, du bist hier gerade in einem Lernprozess, ne? Also mit dem Baum, da haben wir ja auch das Thema Stabilität und Sicherheit rein, aber auch, dass man gefestigt ist. Also hier darfst du deine Wurzeln auch neu schlagen, weiß nicht, ob das so richtig formuliert ist. Du darfst deine Wurzeln auf jeden Fall in den Erdboden eindringen lassen. Du darfst dich hier festigen. Also bei einigen könnte das hier wirklich ein langfristiges Projekt, ein langfristiger Standort sein, auf dem ihr die nächsten Jahre wohnen werdet. Das Ganze könnte dich aber auch wirklich mit den Mäusen zum Verzweifeln bringen. Ne? Also alte Ängste oder Unsicherheiten, die sich hier nochmal melden. Und mit dem Fuchs kannst du dem Ganzen auch nicht so ganz vertrauen. Ne? Also hier bist du wirklich misstrauisch, ob das die richtige Entscheidung war, ob sich das in die richtige Richtung entwickelt. Da habe ich jetzt gleich auch mal eine nächste Frage, eine Karte. Der Herr, du sollst hier aktiv werden, du sollst dranbleiben. Ne? Also hier wieder dieser Aktivismus, der dich motivieren soll, nicht aufzugeben, sondern wirklich am Ball zu bleiben. Sehr schön. Lieber Zwilling, das waren deine drei Hauptenergien, drei Haupttendenzen. Auch für dich ziehe ich am Ende des Videos natürlich nochmal den Ausgang der Woche. Wie verlässt du die Woche sozusagen? Und jetzt herzlich willkommen, liebe Waage. Schön, dass du da bist. Und jetzt gucken wir mal Anfang, Mitte und Ende der Woche. Was haben wir da? Anfang der Woche zeigen sich, wow, die 9 der Kelche. Ihr wart doch letzte Woche schon die großen Glückskinder. Geht das hier etwa so weiter? Das wäre doch mal was, oder? 9 der Kelche. Mitte der Woche, die Königin der Kelche. Also schon mal sehr viel Gefühl. Und Ende der Woche, wow, dem Ritter der Kelche. Hallöchen, liebe Leute. Ja, es geht ganz klar so weiter. Das kriegen wir wohl mal so rein. Alles klar. Ja, bevor ich jetzt mit dem Lenormand reingehe, verliere ich natürlich noch das ein oder andere Wort zu den einzelnen Karten. Bei den 9 der Kelche kriege ich die Fülle und den Überfluss auf Herzebene. Ich bekomme dich fast schon übermütig rein Anfang der Woche. Übermütig, glückselig, etwas scheint zu funktionieren. Ich kriege rein neue Wege, neue Optionen, auch was dein Herz, was dich selber glücklich macht, werden hier offenbart. Mitte der Woche die Königin der Kelche. Hier dürfen Gefühle sortiert und in Ordnung gebracht werden. Bei einigen könnte Mitte der Woche allerdings auch ein Coach in Erscheinung treten. Eine Person, die dich emotional unterstützt, ein Mensch, der emotional sehr reif ist. Das kann natürlich wirklich auch in Form einer Person, einer professionellen Person sein, aber eben auch einer Mutter oder einer guten Freundin. Ich kriege das Sternzeichen Skorpion, Krebs oder Fisch rein. Ne? Schau auch gerne die anderen Aspekte, die Venus, den Aszendenten, den Mond oder auch die Sonne. Ne? Also ist hier vielleicht eine Person, die sehr weise ist, sehr gefühlvoll, sehr spirituell, spielt hier eine wichtige Rolle und hilft dir eben Gefühle zu klären, aber eben auch eine Beziehung, die zu dir selbst oder zu einem anderen Menschen zu intensivieren, zu vertiefen. Ende der Woche haben wir den Ritter der Kelche und der Ritter ist ja immer so der Überbringer zwischen Page und König und Königin. Der Ritter der Kelche erinnert dich an ein Gefühl, an eine Beziehung, die es nun nochmal zu beleuchten gilt. Ne? Hier darfst du erinnert werden, dass es hier möglicherweise, ne, es könnte sich hier bei dir um eine jüngere Person handeln. Ne? Der Ritter der Kelche kann auch in Form einer Person auftreten, die jetzt so ein bisschen Gefühle in dir wachrüttelt, die du vielleicht schon gar nicht mehr so richtig auf dem Radar hattest. Klären wir jetzt gleich mal mit dem Lenormand. Die 9 der Kelche. Also du bist hier total im Gefühl. Vielleicht hast du ja auch sogar, ne, wichtige Aspekte deines Horoskopes im Element Wasser. Also Skorpion, Krebs und Fisch. Und da haben wir bei den 9 der Kelche, haben wir das Herz. Natürlich, klar. Ja, also es könnte sein, dass du wahnsinnig verliebt bist Anfang der Woche. Dass irgendwas oder irgendwer vor allem dich derartig glücklich macht. Aber für diejenigen, die sagen, Entschuldigung, ich gucke hier nicht auf die Liebe, dann sorry Leute, ich gehe mal einen Gang zurück.
dann ist es so, dass du einfach sehr, sehr liebevoll, sehr offen mit dir selber, aber auch zu anderen bist. Du könntest beinahe die Welt umarmen. Und hier hat sich noch eine Karte gezeigt. Das war das Klee. Du bist einfach gerade in einer guten Zeit, in einer guten Phase. Könntest auch wirklich so eine Art Unbekümmertheit an den Tag legen. Du bist einfach, du fühlst dich, sag ich mal, rein emotional relativ befreit und sorgenfrei. Ja, Wege und Optionen. Du bist dabei, Entscheidungen zu fällen. Entscheidungen, die ja möglicherweise Kompromisse von dir verlangen, die aber dann auch den Weg zu einem Herzensprojekt, zu einem Herzensmenschen öffnen. Der Turm, du könntest es hier auch mit einer Behörde zu tun haben, ne? Mit einem Amt, mit einer Behörde, mit einer Firma. Also es könnte hier wirklich auch beruflich, ne, dein berufliches Glück bedeuten. Allerdings steht das auch dafür, dass dieses Gefühl in dir, also dass du das möglicherweise auch nur mit dir vereinbarst, mit dir reflektierst, ne? Dass du hier also mit dem Turm dich auch ein Stück weit zurückziehst. Und mit dem Reiter gibt es Chancen. Eine Chance, ein Angebot ist auf dem Weg zu dir. Ne? Und das bedeutet eben auch dieses Strahlen in deinem Blick. Du siehst eine Chance, eine Option, um hier auf Herzebene einfach voranzukommen, den nächsten Schritt im Leben zu wagen. Stark. Die Königin der Kelche. Da haben wir die Dame, das heißt, das steht entweder für dich, dass du selber hier deine Gefühle in Ordnung bringst und klärst, aber auch dafür, dass du weiterhin passiv bleibst, ne? Dass du erstmal alles um dich herum wahrnimmst. Du bist gerade mit dem Baum dabei zu wachsen. Thema Langfristigkeit ist gerade wichtig. Die Engelsflügel, du hast Vertrauen. Du hast Vertrauen in dein Können, du hast Vertrauen in das Leben, in die Prozesse, die gerade um dich herum laufen. Du öffnest dich neuen Menschen, du öffnest dich aber auch Optionen, die sich dir darstellen, bist sehr gesellig, bist sehr beliebt, könntest aber auch hier eine Begegnung in der Öffentlichkeit haben, die dich emotional wirklich, die dich emotional zur Königin der Kelche werden lassen oder zum König der Kelche, je nachdem, ob männlich oder weiblich, spielt im Tarot ohnehin keine Rolle. Aber es gibt hier auch Herausforderungen mit dem Berg. Ne? Es gibt Herausforderungen hier im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit, mit dem Park. Das heißt, du wirst möglicherweise mit einer Begegnung konfrontiert, die dich eben nochmal deine Gefühle, deine Wahrnehmung reflektieren lassen. Ne? Dass hier ein Gefühl von dir nochmal angeschaut werden darf. Ne? Vielleicht suchst du auch Rat aufgrund einer Begegnung, aufgrund eines öffentlichen Themas. Der Ritter der Kelche, auch dazu, da haben wir zwei Karten direkt. Einmal die Wege, ne? Der Ritter ist für dich in irgendeiner Form ein Ausweg, eine Alternative, eine Möglichkeit, ein Ausweg aus einer Zeit, die weniger von Gefühl und Romantik. Mit dem Buch, jetzt lasst mich mal kurz ein bisschen meine Gedanken sortieren, ich ziehe noch mal ein paar Zusatzkarten. Es ist immer, wenn man die ganze Zeit hier so am Sabbeln ist, dann verliert man manchmal auch gerne so ein bisschen. Ah ja, okay, alles klar. Wow. Liebe Leute, hier offenbart sich zum Ende der Woche eine Möglichkeit, eine Option. Von der du auch jetzt noch nichts weißt, weil das Buch ist gefallen. Und das Buch steht ja auch für immer dieses Unbekannte, für Wissen, was du dir aneignen darfst. Die Sonne für die Zuversicht, für die Energie. Die Vögel für Getratsche, Gerüchte, aber auch für Nervosität. Ja, und das Herz für Zuneigung, Herzlichkeit, die Liebe, aber auch die Hilfsbereitschaft. Also einige von euch haben hier echt irgendwie eine ganz sonderbare Begegnung nächste Woche. Das bekomme ich rein. Sonderbare Begegnung kann mit einem Menschen sein, der euch einfach glücklich macht, familiärer Natur, freundschaftlicher Natur, im Kollegentum oder eben auch auf Herzebene. Ne, vielleicht ein Mensch, den ihr so nicht mehr auf dem Radar hattet. Ich hätte tatsächlich gerne speziell zu dem Ritter nochmal so ein, zwei Energien. Was hat es denn hier mit dem Ritter auf sich? Der Fuchs? Eine vorsichtige Person? Irgendwie eine Begegnung, die von oben geführt wird.
Also hier ist irgendwie, das ist hier kein Zufall, dass ihr euch trefft. Wow. Du könntest dich, die Fische sind gefallen, du könntest dich sehr stark zu dieser Person hingezogen fühlen. Ich kriege hier so eine Seelenverbindung rein. Also, dass man sich so ohne Worte versteht. Die Mäuse, du hast aber irgendwie auch Angst vor diesem Kontakt. Irgendwas bereitet dir Sorge, irgendwas bereitet dir Angst. Warum? Aufgrund eines Gespräches. Der Brief ist gefallen. Es gibt eine Neuigkeit. Eine letzte Karte hätte ich gerne. Ja, wow. Du hast an diese Begegnung hohe Erwartungen. Es könnte so dein großes Glück sein, deine Erfüllung. Dass du hier, ja, das ist so dein großer Traum. Dieser Begegnung kann übrigens auch dein Traumjob sein, ne? Also nur mal ganz kurz mit reingeworfen. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Wenn ihr allgemein alle das gerne mal individuell geklärt haben wollt, dann bucht gerne eine persönliche Wochenlegung. Auf meiner Website ist unter dem Video verlinkt und dann schaue ich mir mal ganz individuell eure Situation an. Jetzt einmal die Energie, mit der ihr diese Woche verlasst. Ja, das ist doch schon mal toll, dass mir hier 95 Karten aus der Hand fallen. So viele Karten hat das Deck gar nicht, aber egal. Ja, lieber Wassermann, wie beendest du denn die Woche? Was ist hier für dich wichtig zum Ende der Woche? Wie verlässt du die Woche? Mit den vier der Stäben. Du öffnest dich, ein öffentliches Treffen. Möglicherweise bist du aber auch in Feierlaune. Es gibt etwas zu feiern mit den vier der Stäbe. Lieber Zwilling, und was ist mit dir? Der Page der Münzen. Mit einem Angebot, einem weltlichen Angebot, einem Jobangebot oder auch eine neue Gewohnheit, die es nun zu integrieren gilt in deinem Alltag. Das Ganze soll dir Stabilität, Sicherheit und auch neues Wachstum bescheren. Und liebe Waage, wie schließt du die Woche ab? Wie blickst du in die neue Woche? Mit dem Page der Schwerter, du hast einen neuen Blickwinkel bekommen, einen neuen Blickwinkel, eine neue Idee, eine neue Vision. Stark, unterm Deck liegt der König der Stäbe, vielleicht hast du es mit dem Feuerzeichen in irgendeiner Form zu tun, soll ich dir einfach mal so sagen. Das sind eure Spoiler-Energien. Wassermann, Öffnung, Gesellschaft, Präsentation, Öffentlichkeit, ne? Also in irgendeiner Form gehst du raus, gehst du auch energetisch aus dir heraus. Eine Feierlichkeit, du feierst. Es gibt hier auch etwas zu feiern, bekomme ich tatsächlich rein. Zwilling, Entschuldigung, wow, Zwilling, Mitte war Zwilling. Ne, Page der Münzen, ein Angebot, eine Möglichkeit, Stabilisierung. Mit dem Pagen bekomme ich aber auch immer so eine Idee rein. Und eine Idee wäre dann zum Beispiel bei den Münzen ja eine neue Gewohnheit oder eine neue Investitionsidee. Und mit dem Page der Schwerter bekomme ich ne, Kommunikation und Gedanken, ein neuer Blickwinkel. Ne, einen neuen Winkel, um eine bestimmte Thematik in deinem Leben zu betrachten und zu verstehen. Neues Wissen. Mit neuem Wissen gehst du in die neue Woche rein. Stark. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es für jeden von euch noch ein Einhorn. Und dann würde ich sagen, soll es das auch jetzt gewesen sein. Ist eine Legung der anderen Art, ich weiß das, aber liebe Leute, ihr wisst, es war einfach anders nicht möglich. Ab nächster Woche wieder ganz gewohnt für jedes einzelne Sternzeichen die Wochenenergie. Und ich dachte, bevor ich ganz drauf verzichte, dann wenigstens in der Form. Okay, lieber Wassermann, für dich ist das Einhorn 36 geworden. Sei ein Leuchtfeuer, sei eine Inspiration, leuchte anderen den Weg. 36, daraus wird die 9, Hinweis auf das Sternzeichen Jungfrau, der Eremit in der großen Arkana. Das heißt, in dir selber wirst du eine Idee haben, in dir selber darf etwas heranwachsen. Ne, etwas darf in dir wachsen, was nun hier anderen den Weg leiten soll. Ne? Wir hatten ja eben auch die vier der Stäbe. Ne? Das heißt, etwas, wo du mit nach außen gehen darfst, ne? Diese Feierlaune. Sei eine Inspiration für andere. Ne? Möglicherweise kriegst du hier auch Unterstützung von dem Sternzeichen Jungfrau oder hast dieses selber in deinem Horoskop vorhanden. Du bist die Inspirationsquelle. Denk daran.
Zwilling, Nummer 15. Kosmischer Regenbogen, suche den Topf mit dem Gold, lass Freude zu. Die 15 in der großen Arkana steht für den Teufel und somit für das Sternzeichen Steinbock, welches für dich unterstützend beiseite stehen kann oder du selber in deinem Horoskop vorhanden hast. Suche den Topf mit dem Gold, lass Freude zu. Ne? Der Page der Münzen kommt mir direkt rein. Also irgendwas, worauf du dich jetzt konzentrieren darfst. Eine Idee, welches dir mehr Stabilisierung, mehr Sicherheit geben darf. Und dann zum Schluss die Waage mit dem kosmischen Saphir. Handle mit Würde und Integrität, sprich deine Wahrheit aus. Ne? Wir haben ganz viel Gefühl bei dir gehabt. Unter anderem die Königin der Kelche. Ne, also steh zu deinen Gefühlen, offenbare Gefühle, die du vielleicht lange verschwiegen hast. Aus der 33 wird die 6 und Hallöchen, wen haben wir denn da? Die Liebenden in der großen Arkana und somit den Hinweis auf das Sternzeichen Zwilling. Möglicherweise bekommst du hier Unterstützung von dem Zwilling oder hast diesen selber in deinem Horoskop vertreten. Ja, das heißt hier Würde und Integrität. Wohin fühlst du dich hingezogen? Zu wem fühlst du dich hingezogen? Was ist hier deine Seelenaufgabe oder auch dein Seelenvertrag? Folge diesem Weg. In diesem Sinne, meine Süßen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche wieder ganz gewohnt. Und bis dahin, passt auf euch auf und klickt euch vielleicht mal durch die Monatsbotschaften. Okay? In diesem Sinne, tschüssi, eure Janina.